Saarbrücken, ihr Wohnzentrum. Boah. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich, ganz genau dich, in deinem altertümlichen Mund, dein Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Generation Zero. Zero. Nicht zu Cola Zero, sondern zu Generation Zero, Folge Nummer 12. Und ich würde natürlich gerne noch der Mission folgen, Over and out. Aber wir haben hier auch einen richtig fetten Mac herumlaufen. Mac. Kein MacGyver. Eine fette Maschine haben wir hier irgendwo rumlaufen. Ich habe so ein bisschen das kleinere Zeugs hier weg geregelt. Nehmen wir es einfach mal so. Hab hier jetzt panzerbrechende Munition. In meiner Knarre und kaum Leben, fällt mir gerade auf. Über noch mehr Munipakete wäre ich noch fröhlicher. Jetzt müssen wir erstmal... Ist doch irgendwas, was mich auskundschaftet. Das nimmst du mal wieder auf? Nein, kann ich nicht. Warum? Was habe ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Ach, völlig Wumpe. Dann lasse ich es erstmal liegen. Ich habe ja so ein Gerät noch im Inventar. Ja, das bitte. Shit. Ich kann doch nicht auf Ammunition verzichten. Ach, auf Gesundheitsgeräte. Was kann ich... Ich könnte mir das auf die 7 packen. Und dann fertig, nimm das mit. Und dann öffne. Alter Kojote, was ist da? Ja, Vollmantelmunition. Alter, was weiß ich. Oh, shit, Alter. Das wird eine Inventarverwaltung mit mir hier, ey. Ah, mit mir, mit Harry dem Waldfrosch, ey, meine Fresse. Ich kann doch sowas gar nicht. Ich brauche Platz im Inventar. Ich brauche einen riesig fetten Rucksack. Und ein Typ, der einfach, seht ihr? Typ, der einfach nur Maschine ist und tragen kann. Tragen wie so ein... Ja, Gegenstand ablegen, bitte. So. Fertig. Und rein damit in die Grütze. Eigentlich bräuchte ich einen Inventarplatz... Ein Inventarplatz mindestens frei. Davon habe ich nur 7 Schuss von Teilmantel. Und wo ist die andere? 2, 4, 3er? Habe ich sonst... Ich sehe es gerade nicht. Habe ich kein... Müsste noch andere 2, 4, 3er haben. Ich habe doch... Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. So, schleichen uns mal hier rein, in der Hoffnung, vielleicht noch irgendeinen tollen Loot aufzutun. Was eigentlich sinnig ist, weil ich mich gerade einfach nur davon abhalte, diesem fetten Wesen da gegenzutreten. Aber, meine Fresse, irgendwas schmeiße ich jetzt aus dem Inventar. Mache ich auch schon wieder falsch, ne? Gegenstand ablegen. Und dann fertig. Heilung ist schon. Also Heilung ist schon was, was ich gerne habe. Die Frage ist, könnte ich mich jetzt vielleicht wirklich, so wie ich es jetzt gerade mache, vielleicht relativ gut sogar in so einem Haus niederlassen, um... Dann gegen so einen Mech zu kämpfen. Mech? Ach, nenn's doch, wie du willst. Dann Mech. Dann sag ich Mech. Hab ich keine Ahnung. Schön draufpacken. Jawohl. Jawohl, mein Guter. Und erstmal hier wieder rauskommen. Wir suchen den jetzt nochmal. Wir hören den ja poltern. Oder ist der jetzt weg? Irgendwas ist da.
Aber ich vermute, wenn es der riesige Typ wäre, würde ich den schon sehen. Allerdings höre ich die ganze Zeit so ein Sonargeräusch oder... Aha, okay. Das war nicht gut. Das war einfach mal wieder gar nicht gut. So, irgendwo da oben soll er sein? Ja, dann soll er mal da oben sein. Dann soll er doch ruhig da oben sein. Ja. Habt ihr das da im Hintergrund gesehen? Da blitzte doch was auf. Alter. Der kommt da runter. Wo ist der da? Irgendwo hinterm Auto, ne? Nicht mehr hinterm Auto. Der Gerät. Ich frage mich auch, kann ich Autos in die Luft jagen? Alter, da kommt schon wieder eine ganze Patrouille. Gut. Der gefällt. Was haben wir denn da? Achso, auch ein Runner. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin kurz davor, entdeckt zu werden. Gut entdeckt. Ah. Ja, dann halt so. Ging nicht anders. Ging nicht besser. Das geht einfach nicht besser. Ah, du Scheißbiest. Nein. Nicht weg. Nicht weg. Wo bist denn du? Setzt das die Dinger vielleicht in Stand? Nee, das ergibt keinen Sinn. Wo denn da? Alter, ich höre hier was verflucht in der Nähe. Ja. Ich hätte das fliegende Gerät eben sofort versuchen sollen anzuschießen. Irgendwo da ist es, ne? Alter, wo ist der Gerät? Regen ist gut, Regen ist gut. Fühle ich mich so ein bisschen unentdeckter. Vielleicht ist das Ding auch einfach jetzt kaputt gegangen. Ja, hier ist ja nichts drin. Hauptsache alles nehmen, ne? Ja, seitdem ich die immer so kaputt mache, finde ich, glaube ich, gar nicht mehr diese kleinen Zellen, diese Energiezellen, Brennstoffzellen, keine Ahnung. Alter! Was ist das für ein irrsinniges Gewitter, was hier aufzieht? Ich meine, kann gut sein, dass mich... Also ich meine, es kann gut für mich sein, dass mich dann dieses fette Gerät hier nicht mehr findet. Wo ist dieses fette Gerät hin? Shit. Ich meine, ist vielleicht auch gut. Nee, hab ich ja schon. Boah, Alter, ist das geil mit dem Regen prasseln. So. Alles nehmen. Sehr gut. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts mehr drin. Oh, mir macht das alles einfach nur große Sorgen, dass das große Gerät hier nicht mehr ist. Oh, 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 ey. Boah, ist das geil mit dem Sturm. Alter. Alter, das ist nicht gut, dass dieses... Ich hab gedacht, ich hab's jetzt schon wieder... Oder? Höre ich?
Höre ich es poltern? Ist das richtig? Was sollte mich denn da angeblich fast sehen? Oder höher? Irgendwas, was fliegt? Nee. Alter, ich finde das so spannend, ne? Ich finde da. Fliegeviech. Oh, bitte, bitte, wechsel schnell. Nein, nicht auf die 1. Nein, 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 hier, Scharfschützi. Kann sein, dass das Viech jetzt andere angelockt hat. Öffnen. Gut, gut. Unterschlupf freigeschaltet. Ja, das wollte ich. Mega. Mega, mega, mega. Perfekt, ey. Jetzt würde ich trotzdem gern wissen, wo das krasse Gerät ist. Wer jetzt die ganze Zeit denkt, wovon redet dieser alte, labbrige Mann? Der sollte mal in die letzte Folge reingucken. Obwohl, es ist eigentlich schon bekannt wahrscheinlich, ne, was für fette Viecher hier rumlaufen können in diesem Spiel. Aber da habe ich mich echt erschrocken, weil ich dachte schon, die ich Ende der letzten Folge besiegt habe, diese Viecher, das wären schon die ganz großen. Aber nein, dieses andere Viech, das ist einfach so groß wie ein südindischer Elefant, ey. Warum auch immer südindisch, aber... Gut. Vielleicht finden wir hier jetzt auch wieder was Schönes. Nee, hier nicht. War wie ich dann nur in der einen Kirche? Ja. Okay. Dann zurück, zurück. Kommando zurück. Zur Brücken, ihr Wohnzentrum. Boah. Ich könnte hier jetzt einfach mal mein Inventar nochmal kurz, ja, mach mal so lange zu. Freiräumen. So, das könnte ich ablegen, wenn es dann hier bleibt. Wird hier bleiben, alles gut. Das Ding könnte ich vielleicht, wenn ich das fette Viech nochmal finde, benutzen. So. Da ich keine Pumpe dabei habe, lege ich das jetzt hier auch ab. Die Fackeln brauche ich. Das brauche ich jetzt auch nicht. Ja, dann muss ich mich dann irgendwann da zurechtsuchen. Was haben wir hier? Panzerbrechende Munition. Was haben wir hier? Standard-Vollmantel-Munition. Okay. Und das ist... Ja, scheiß Munition. Wovon ich echt verflucht viel habe. Nee, Vollmantel. Das? Hohlspitz. Richtet viel Schaden an den Schwachpunkten von Maschinen an. Okay. Und das hier? Allround-Geschoss. Mit guter Panzerdurchschlagskraft und einer respektablen Schadenswirkung. Das ist jetzt Hohlspitz und das ist auch Hohlspitz und das kann ich nicht zusammenwursteln. Doch, dann kann ich das hier nämlich ablegen. Was haben wir hier? Teilmantelmunition, Jope. 762er. Die gute. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Und wo war jetzt das hier? Da würde ich mir auch noch ein Ding von mitnehmen. Fertig. So. Okay. Perfekt. Haben wir uns frisch gemacht. Haben wir uns frisch gemacht. Ich das jetzt hier? Ja, ja, ja. Komm. Machen wir uns nochmal komplett frisch. Und wo ist das fette Viech abgeblieben, Mann? Ey, scheiße. Das stand da. Das stand genau da, wo ich jetzt hingucke. Und dann musste ich mich aufgrund der anderen Viecher zurückziehen, ey. Alter, nicht, dass mir das den Weg versperrt, da in die Richtung, wo ich eigentlich hin möchte.
Was sehr wahrscheinlich ist. Kann ich da trotzdem an ein Hinterstübchen? Nein, verdammt. Dann mal hier gucken. Aufmachen. Hallo? Is anybody there? Is anybody there? Keine Ahnung. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht mal so ein Ding finde, was wo drauf steht, nagelneu, tut sich da echt wenig. Komm, nehme ich mal alles an mich. Wo ich die Dings-Munition, die Shotgun-Muni jetzt gerade eh nicht brauche. Mann. Komm, dann einfach mal frisch in die Richtung laufen. Hör mal, Guter, frisch in die Richtung laufen. Aha, kommt mir Wasser im Weg. Water im Weg. Ich frage mich, wo das fette Viech abgeblieben ist, Alter, ey. Mann. Oder war das doch dann unter den Viechern, die ich da gekillt habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich schon gemerkt, wenn ich das elefantengroße Viech da gekillt hätte. Eieiei, das ist aber ein ganz schön langer Weg. Ja, mal schauen, ob wir unterwegs irgendwas entdecken. Oder entdeckt werden. Ich hoffe ja nicht, ne? Alter, ist das schön. Alter, ist das schön. Boah, krass, ist das schön gemacht mit dem Licht, ey. Na, leider bin ich bis dato auch mit den Thumbnails nicht so zufrieden, die ich gemacht habe. Aber das ist immer, weil ich so ein fettes Gerät hier in der Hand habe. Und das entweder gut ins Thumbnail einbauen muss, also ich meine die Waffe, ne? Entweder gut ins Thumbnail einbauen möchte, muss. Oder wegretuschieren möchte, muss. Egal was davon, es gefällt mir alles noch nicht so. Na gut, laufen wir den Weg hier. Laufen wir der Weg entlang, der Weg entlang. Laufen wir dem Weg entlang. Ich lauf dem Weg entlang. Vorsicht, was ist hier? Ich dachte, da wäre so ein Container, aber ist es nicht. Komme ich da rein? Was haben wir denn hier? Eine Granate? Geil. Geil. Nein, schon voll. Oh nein, weil ich dieses Riesengerät mit mir jetzt rumschlepp. Dann lege ich mal die Shotgun-Muni ab. Scheiße, Gegenstand ablegen. Das fungiert ja wie das. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich da schon so ein komisches Geräusch gemacht. Wie? Warte mal, ich wollte nur kussen. Gucken. Ich wollte nur gucken. So, warte, dann lege ich das mal kurz ab. Dann kann ich die Gurkerei auch mit aufnehmen. Kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann es nur auf einen der beiden Plätze packen. Wie viel Schaden hat das? Wenig. Das hat schon viel mehr. Hab ich keine Ahnung. Ja, meine Damen und Herren, ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt. Wir sehen uns hier wieder. Ich gehe einmal zurück in die Base und leg da die Sachen ab und dann treffen wir uns genau hier wieder. Hallo und herzlich willkommen nach dem Schnitt. Ich bin hier in der Kirche und werde auf einmal beschossen. Ich dachte, ich schalte dann doch mal früher rein.
Machen wir das gemeinsam. Machen wir das gemeinsam. Was denn jetzt mit dir? Ne, komm. Wir nehmen gemeinsam einfach mal die Beine in die Hand. Müssen wir uns ja jetzt nicht gönnen. Ich hätte gern ein erweitertes Magazin für meine Pistole. Hier ist die Relays-Antenne. Wollt ihr mich veräppeln? Und die müsste ich wahrscheinlich wieder ausschalten, ne? Es ist verrückt, ey. Es ist verrückt, was man in diesem Spiel alles tun kann. Ja, müssen wir uns zukünftig mal drum kümmern, damit der Unterstupf wahrscheinlich befreit ist und weg von, also ne, dass diese Hunde da nicht nachspawnen. Ja, ich, lieber Zuschauer, ich hätte gerne. Boah, Alter, hört ihr mich noch? Verfolgt ihr mich? Ich hätte gerne erst da weitergespielt, wo wir eben waren, aber dann war auf einmal sofort die Action los. Als ich da angekommen bin, da habe ich gedacht, nehme ich euch doch mal, damit kann ja auch lustig werden, ne? Ich dachte, das wird auf den Kampf hinauslaufen. Aber ich glaube, fliehen war jetzt einfach die schlauere Variante. Alter, wie nice das aussieht, ne? Ey, welch geiles Spiel, ey. Welch geiles Spiel. So. Ich muss mich ein bisschen mehr links orientieren. Sonst steppe ich durchs Wasser. Ja, und Wasser ist halt krasser als all die Gegnertypen hier. So. Ah, schöne Wege hoch. Ja, ja, ja. Boah, Alter, von der Optik ist das schön. Boah, ey, das ist so geil. Boah, ist das schön, ey. Ja, ja, ja. Hör mal auf mit den komischen Geräuschen, liebes Spiel. Hör mal auf mit den komischen Geräuschen. Lass mich einfach nur hier durch. Bleib ruhig, lass mich einfach nur hier durch. Bleib ruhig, lass mich einfach nur hier durch, ohne Furcht. Da, warum habe ich da die doofe 1? Alter, sieht das schön aus. Screenshot. Alter, schön. Einfach schön. So, jetzt müsste ich aber ungefähr wieder auf der Höhe sein. Ungefähr da, wo ich eben gewesen bin. Vielleicht sogar schon dran vorbei, vielleicht kurz davor. Ja, kurz davor. Seht ihr da vorne links? Da ist er das schon. Und mir eigentlich dann mal mit 4 direkt die Heilung gönnen und dann die Heilung dort aufnehmen. Außer ich renne dran vorbei. Spiel, du bist doch Panne. Ernsthaft? Ach, oh, okay, so lieb bist du zu mir, dass du dann gewisse Gegenstände einfach nochmal hier spawnen lässt. Ja, da bin ich dir jetzt gar nicht böse, Spiel. Nö. Okay, dann haben gewisse Sachen einfach ihren festen Fixpunkt. 2 Granaten, Ladies and Gentlemen, 2 Granaten. Wir hätten irgendwas jetzt, um vielleicht so ein fettes Viech ordentlich zu bewerfen. Ja, ja. Boah. Grantorp. Na? Vielleicht finde ich hier mal wieder irgendwie ein. Alles nehmen. Heilung gesehen, also alles nehmen. Eine Vase. Das kann doch nicht Vase sein, das kann doch nicht wahr sein, meine ich. Hm. Oh.
Nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Ne, das sind Bücher. Damit kann ich nichts anfangen. Lesen. Da lache ich mich kaputt. Ist aber keine Zeit zum Lesen. Ich muss die verdammten Terminatoren überleben. Ich weiß, hatten wir uns auch schon mal hier in diesem Let's Play drüber unterhalten. Ich bin immer noch verflucht gespannt, wie das Spiel das am Ende erklärt, wie es hierzu kam. Ob es quasi, ne, eine extraterrestrische Invasion ist oder ob es quasi die Maschinen sind aller Terminator, die sich irgendwann gegen den Mensch gewandt haben. Freue mich. Vernachlässigt ja, keine Ahnung. Habe ich einfach nicht die Zeit, ich Let's Play. Ich kann mich nicht andauernd mit irgendeinem Mumpitz aufhalten. Ja gut, wenn ich es jetzt privat spielen würde, dann wäre das alles kein Problem. Wenn es geht, ja, bitte alles nehmen. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Ja, für Faustwaffen, Alter. Kann ich leider nicht... Was haben wir denn da? Was ist das auf dem Boden? Ich glaub. Was ist das jetzt? Was ist das auf dem Boden? Verdammt noch eins. Gegenstand ablegen. Achso. Ja gut. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Oh, was ist das? Ist das vielleicht eine bessere Faustwaffe? Reich mal ran. Ja, das Ding sieht mich hier gleich, ne? Was ist das denn jetzt? Okay, die hat mehr Schaden. Alter. Inventar freimachen. Ich muss die tauschen. Wie geil ist das denn? Ja! Meinetwegen, Gegenstand ablegen. Erstmal ablegen. Ergänzung entfernen. Ich hab doch jetzt gar nicht Ergänzung. Ah ja. So. Das Gerät auch bitte. Ja, wollte schon sagen, das ist eine Möller. Meine Herren. Welche Munition ist das jetzt? Starkes Allround-Geschoss. Perfekt. Perfekt. Warum geht das nicht? Nein! Da wird's auch... Ah, okay. Nee, dann habe ich jetzt keine Ahnung. Scheiße! Dann muss ich die... Warte mal, warte mal. Ergänzung entfernen. Dann muss ich die jetzt zwar mitnehmen, aber... Verdammt noch eins. Ich muss die andere eigentlich... Ich muss die andere eigentlich erstmal anlegen, glaube ich. Oder habe ich genügend 9 mm? Ich habe da nicht so viel Schuss. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass ich verdammt nochmal viel Schuss habe. Bedeutet, ich... Nehme... Ist das jetzt die Möller? Ja. Nehme die Möller wieder. Pack mir die da drauf. Und nehme die aber mit. Was habe ich hier nochmal hingehauen? Zielfernrohr. Schalldämpfer für Faustfeuerwaffen. Habe ich doch jetzt dran, ne? Habe ich das auch noch? Mach ich mal. Und jetzt nochmal... Jetzt nochmal völlig überfüllt sein. Shit. Was haben wir da? Was wartet da auf mich? Das so gut ist, dass ich jetzt das hier dran gelegt habe. Aber egal, wir finden eigentlich relativ oft solche Visiere. Boah.
Nein, überfordert mit dem Spiel? Nee, nee. Nur, dass ich wieder völlig überladen bin. Boah, shit, ey. Alter, ist das auch nice. Hier, genau hier die Spiegelung. Boah, Alter, Träumchen, ey. Richtig gut. Machen wir, genießen wir einfach mal mit einem Screenshot. Alter. Es ist genius. Wirklich von der Optik. Von der Optik genau für mich auf dem Niveau von Green Hell. Halt nur anderes Szenario. Aha. Aha. Ja, wo haben wir denn da was? Aha. Ja, warte mal, warte mal. Onkel Doktor macht schon. Onkel, oh. Oh, oh, stehen bleiben, stehen bleiben. Haben wir da? Warum läufst du so langsam? Jetzt nicht loslaufen, wenn ich ziel. Okay. Nein, ja. Aber jetzt ist hier die panzerbrechende Munition. Die will ich eigentlich nicht für diese kleineren Viecher. Wo denn? Oh. Welches Viech ist hier schon wieder was? Ach, dann lass mich in Ruhe mit dem Vollmann-Ölgeschoss. Wo ist das? Das ist irgendwie so ein doofes Sensording, ne? Wo bist du? Guck mal, wie wenig Leben ich noch hab. Alter, die sind einfach so gefährlich. Ja, toll Spiel. Kampf gewonnen. Ja, ja. Aber unter was für Bedingungen, ey. Meine Herren. Erstmal meine gute Munition verschwendet. Aber einfach nur, weil ich jetzt auch echt verdammt viel Schiss hatte, ey. Ich hasse die Viecher. Die Viecher hasse ich wirklich. Ah. Wie? Warum passt das nicht? Das geht? Was ist denn das andere, was ich an diesen 9 Millimetern habe? Panzerbrechend? Ich hatte doch noch mehr davon. Dann pack das bitte weg. Diese verdammte Inventarverwaltung, das ist irrsinnig. Ja, das ist irrsinnig. Ja, ja, ich habe mich hier gut umgeguckt. Hier ist nichts. Naja, hier ist nichts. Ja. Und. Was mache ich jetzt hier? Ach du Sau. Stand ich ganz schön nah dran, ne? Boah, verdammt, viel zu wenig Schuss in dem... Alter, und schau mal, jetzt wieder nur noch 42 Leben. Alter, sind die gefährlich. Ja, knusper dir direkt noch ein, komm. Fertig aus und einen Inventarplatz frei. Geil. Mhm. Geklappt. Alles nehmen, sehr gut. Alles nehmen ist sehr gut. Wohin muss ich jetzt? Was möchtest du, Spiel? Warum muss ich jetzt... Finde das Fahrzeug des Trupps und benutze dessen Funkgerät. Ach, wie geil! Alter! Oh, okay. There it is, man. There it is. Erstmal alle Tiere überprüfen, ne? Schloss geknackt. Alter, du ahnst es doch nicht. Oh, oh, alles nehmen, wenn's geht. Alles nehmen, bitte. Jetzt dürft einmal alles sein, bitte. Ja, was hätten sie gern? Ja, alles bitte. Das hier. Jawohl, das Wichtige.
Fertig. Herrlich. Fertig. Nicht so wichtig. Glaube ich. Meine ich. Meine ich zu glauben. Meine ich zu wissen. Glauben. Glauben, wissen. No, no, no. No, no, no. Ja, ja, ja. Oui, oui, oui. Oh ja, da habe ich... Das habe ich übersehen. Ah, nein, nein. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Welche Schritte? Nee, ne? Oh, es regnet. Vielleicht habe ich das gehört. Na, mach auf. Mhm. Ja, irgendwo treibt sich da auch was rum. Okay. Kurz. Kurzen Blick hier rein. Leer. Yeah, leer. Mhm, okay. Dann machen wir das doch so, dass ich... Ja, das... Ja, nein, komm, scheiß drauf. Oder? Nee, komm. Einfach mal machen. Dann geht's auch schneller. Ich einfach mache. Ja, beim nächsten Mal heißt es wieder... Inventar clearen. Oder in der Zwischenzeit. Nein. Hallo, ich bin gerade hier angekommen. Bitte. Also was heißt gerade... Und zwar schon ein bisschen länger hier um die Ecke. Okay, das kann ich benutzen. Ja, mache ich auch sofort. Aber alles mal... einer genaueren Überprüfung unterziehen. So, sehr gut. Okay, wir versuchen zu funken. Pizza Funky. Kam nix an, Alter. Kam leider nix an. Verdammt. Okay, dass das so unerfolgreich sein wird, hätte ich nicht gedacht. Was muss ich denn jetzt tun? Was könnte ich tun? Echt, das war's jetzt? Alter, scheiße. Welches war's? Over and out. Ich habe einen Missionsgegenstand nicht gefunden. Das ist aber nicht vielleicht dieses Lesegerät da, ne? Dieses Blatt Papier. Nee. Oder kann ich hier vielleicht noch was... Nee. Ein Missionsgegenstand nicht gefunden. Da könnte ich mich ja jetzt drüber aufregen, ne? Was könnten wir denn einfach nur mal so als Ausblick für die nächsten Folgen? Weg der Götter, Kommando-Bunker-Netzwerk. Suche den... Ja, den im Westland habe ich gefunden. Das heißt, noch ganz viele bleiben auf. Müssen wir uns in die verschiedenen... Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wo Minken ist. Ist das hier oben irgendwo? Dass ich mich jetzt langsam aus diesem einfachen Gebiet hier rauswagen kann. Oh, ist das groß. Ist das groß. Wo ist denn Minken? Fiskeback. Ich weiß... Oh, ups. Ich weiß nicht, ob ich noch auf diesen Bereich begrenzt bin. Das ist es. Ich weiß nicht, ob ich noch auf diesen Bereich begrenzt bin. Oder ob ich jetzt schon irgendwie hier rauskommen kann. Und dann den Rest dieser riesigen Welt bereisen kann. Der Jäger, Weg der Götter. Der Jäger, ja, ja, ist eine Weltmission. Aber gibt es auch sowas wie eine Story-Mission? Over and out, Sicherheitsmission. Eine andere Burt, Antwortmission, Vergeltungsmission, Sicherheitsmission. Ja, ich glaube einfach, entdecke den Feldzugsplan in jedem der anderen Kommandobunker, um neue Missionen und Aktivitäten zu erhalten. Ja, das müssen wir machen. Ich suche mal Squadern. Squadern? Squadern? Waren wir da nicht? Squadern? Der Bunker von Squadern? Die Skarven. Wo ist denn Squadern?
Alter, Squadron? Boah, what? Okay, da werde ich nicht drauf können, glaube ich. Squadron? Alter, ich habe keine Ahnung. Muss ich bis zum nächsten Mal irgendwie ausbaldowern? Ist jetzt, die letzten Folgen waren alles jetzt diese Aufnahmesession, in der ich jetzt bin. Also, das waren jetzt 4, 5 Folgen. Muss ich beim nächsten Mal irgendwie ausbaldowern? Ich glaube, hier finde ich nichts mehr. Deshalb werde ich jetzt kurz die Schnellreise machen. Irgendwohin. Da in den Unterschlupf. Schnellreise. Ja, da wird schon wieder schön... Oh, aua. Ah, das war laut. Da wird schon wieder schön geschossen. Hier werden wir beim nächsten Mal oder vor dem nächsten Mal das Inventar clearen. Ich werde mir irgendwie eine Idee zusammenwursteln, was wir als nächstes machen können. Ich hoffe, das Spiel hat genau hier gespeichert. Und ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tybor. Behalt den Namen Tybor. Behalt ihn in deinem Kopf.